Jo, auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Herzlichen Dank an das Organisationsteam der Akademie dieses Bankprojekts, das mich eingeladen hat, diesen Vortrag über eine mögliche alternative demokratischere Geldordnung zu machen. Damit wird für Sie, für das Publikum oder vielleicht auch für die MiteigentümerInnen der Bank ein zweites Standbein dieses Gesamtprojekts sichtbar. Die Bank will zum einen ein Wirtschaftsunternehmen sein, bei dem Sie das Konto eröffnen können, bei dem Sie Sparanlagen tätigen können oder Kredite nehmen können. Die Bank möchte zum zweiten eine Bildungseinrichtung sein. Wir verwenden manchmal den Begriff Volkshochschule für Geld und das hier ist eine der Vorübungen, oder eigentlich ist es schon, wir sind eigentlich schon mittendrin. Gell? Es gilt 100%. Das ist bereits diese Bildungsaktivität der Volkshochschule für Geld. Und ein drittes Standbein, da müssen wir noch überlegen, ob Lobbyistin für das Gemeinwohl der passendste Begriff ist oder ob wir da einen noch passenderen Begriff wählen wollen. Auf jeden Fall möchte die Bank, das steht auch bereits in ihrer Vision, eine politische Akteurin sein und nicht nur möglichst erfolgreich als Wirtschaftsbetrieb tätig sein, sondern sich auch für einen stimmigen und vor allem demokratischen Rechtsrahmen für das Wirtschaften im Allgemeinen und für das Finanzsystem im Konkreten einsetzen. Und diesem demokratischen Rechtsrahmen für das Finanzsystem ist mein heutiger Vortrag gewidmet. Also wer sich erhofft hatte, heute hier ganz spezifisch über den operativen Kern des Bankprojekts zu erfahren, dann haben Sie jetzt die letzte Chance zu flüchten. Darüber wird es dann nur auf Nachfrage in der Diskussion gehen. Der Gegenstand ist heute der größere wirtschaftspolitische, demokratische Hintergrund. Wie ist die derzeitige Geldordnung verfasst? Wie demokratisch verfasst ist sie? Wie könnte sie anders verfasst sein, sowohl inhaltlich als auch vor allem vom Prozess her? Wie könnte der Prozess zu einer anderen Geldordnung denn überhaupt aussehen? Wie könnte die Demokratie anders funktionieren als heute? Ein weiterer Hintergrund ist ein Buch, das Sie hier in hoher Anzahl auf dem Büchertisch sehen. Dem Buch darf ich zugute halten. Es hat immerhin auf der Frankfurter Buchmesse einen internationalen Wirtschaftsbuchpreis erhalten von Get Abstract. Das ist eine Schweiz-US-Firma, die englische und deutsche Wirtschaftsliteratur analysiert, Kurzzusammenfassungen erstellt und aus 10.000 Titeln pro Jahr zwei deutsche und zwei englische Titel auszeichnet. Und viele der vorangegangenen Ausgezeichneten waren Wirtschaftsnobelpreisträger. Von daher ist es eine besondere Ehre. Und ich kann es verkraften, dass keine österreichische Zeitung über diesen Preis berichtet hat. Das wäre wieder ein eigenes Thema. Das Buch ist auch als Fortsetzung der Gemeinwohlökonomie zu verstehen, in zweierlei Hinsicht. Die Gemeinwohlökonomie ist der Vorschlag einerseits inhaltlich einer alternativen Wirtschaftsordnung und andererseits ist bereits ein recht klarer Prozess, wie denn eine andere Wirtschaftsordnung erreicht werden kann, skizziert in der Gemeinwohlökonomie. Und dieser demokratische Prozess, der ist meiner Auffassung nach mittlerweile wichtiger geworden als der Inhalt. Warum? Weil es gibt eine riesige Anzahl von mehrheitsfähigen Alternativen. Wir wissen laut sehr verlässlichen und wiederholten Umfragen, was die Mehrheit der Bevölkerung in den verschiedensten politischen Bereichen wünscht. Sei das Gentechnikfreiheit in der Landwirtschaft, sei das die Nichtpatentierbarkeit von Lebewesen, sei das die Schließung von Steueroasen, sei das eine Größengrenze für Banken oder viele andere Mehrheitspositionen der Bevölkerung. Und wir wissen aber auch, dass nichts von dem durchsetzbar ist. Nicht einmal die Finanztransaktionssteuer, die, glaube ich, 95% Zustimmung hat, ist bis heute Realität geworden, obwohl sie schon James Tobin in den 1970er Jahren vorgeschlagen hat und vor ihm hat schon John Maynard Keynes vorgeschlagen, to marry investors to their assets, also die Finanzanlegenden mit den Wertpapieren, die sie halten, zu verheiraten. Das heißt, eine möglichst langfristige, dauerhafte Eigentumsverbindung zu den Unternehmensanteilen oder anderen Wertpapieren. Und das würde begünstigt werden, wenn das schnelle und rasche Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren durch eine Steuer verteuert würde. Das hat schon der Keynes entwickelt. Der Tobin hat dann den Vorschlag über die Finanztransaktionssteuer gemacht. Das Attac-Netzwerk hat das dann
seit 1998 wieder aufgegriffen. Und obwohl eigentlich alle dafür sind, ist sie bis heute nicht da. Das ist nur ein kleines Beispiel, dass viele inhaltliche Alternativen, die breit mehrheitsfähig sind, dennoch keine Chance auf Durchsetzung haben. Und deshalb glaube ich, ist es wichtiger, über Alternativen innerhalb des demokratischen Systems nachzudenken, wie denn mehrheitsfähige Bedürfnisse umgesetzt werden können. Das betrifft die direkte Demokratie selbst. Es gibt Umfragen zufolge 70, 80, 90% Mehrheiten in Deutschland, speziell, weil dort der Verein Mehr Demokratie schon etwas längere Tradition hat als in Österreich, dass sich die Menschen das Recht wünschen, bestimmte Anliegen direkt zu entscheiden. Aber direkte Demokratie gibt es nicht. Und ich glaube, eines der frustrierendsten, aber gleichzeitig auch animierendsten und motivierendsten Erfahrungen, dass es direkte Demokratie braucht und dass gewisse Themen von der Bevölkerung direkt entschieden werden können, ist das TTIP. Also zuletzt, jetzt gestern ist die Umfrage gekommen, 18% der Bevölkerung sind für TTIP. Das ist sehr bescheiden. Trotzdem hat das jetzt die Angela Merkel zur Chefinnensache erklärt und legt sich mächtig ins Zeug, dass das ja durchgesetzt werde, obwohl sie wahrscheinlich jede Volksabstimmung über allein schon das Verhandlungsmandat, nicht erst das ausverhandelte Endergebnis, sondern das Verhandlungsmandat. Und das Verhandlungsmandat war Gegenstand einer europäischen Bürgerinitiative. Wir haben ja in Österreich schon die Erfahrung mit dem Gentechnik-Volksbegehren, das sich zu einem wirkungslosen Bettelrecht herausgestellt hat. Was meine ich damit? Wir durften zwar mit diesem Begehren betteln, dass Lebewesen nicht patentiert werden können in Österreich 1997. Nur 2005 hat dann das österreichische Parlament, also unsere liebe Vertretung, die eigentlich nur dazu da ist, um unseren Souveränswillen umzusetzen, hat dann das exakte Gegenteil beschlossen, nämlich Lebewesen dürfen in Österreich patentiert werden, ganze Tiere, ganze Pflanzen und sogar menschliche Gene und Zellen. Also das exakte Gegenteil wurde umgesetzt und das zeigt, dass es sich hier um ein völlig wirkungsloses Bettelrecht handelt. Und dieses gleiche Bettelrecht wurde uns jetzt auch auf europäischer Ebene gewährt mit der Europäischen Bürgerinneninitiative. Die gibt es seit dem Lissabon-Vertrag, der ja auch nicht von uns beschlossen wurde, sondern von unserer Vertretung alleine. Weil es gab zwei Probevolksabstimmungen über den Verfassungsvertrag für Europa. Das wird jetzt immer mehr ein Staat, also immer mehr ein Bundesstaat und immer weniger ein Staatenbund. Und deshalb überlegen unsere Eliten, ob man da jetzt nicht langsam auch noch sowas wie eine Verfassung braucht. Und haben einen Verfassungskonvent eingesetzt und der Verfassungskonvent hat dann mehrheitlich beschlossen, dass das Endergebnis der Arbeit des Verfassungskonventes natürlich von den Souveränen abgestimmt werden muss. Ist doch logisch. Allein dieser Verfassungskonvent, der war nicht von uns eingesetzt, sondern von unseren Vertretungen. Und die Vertretungen haben dann entschieden, dass das, was der Verfassungskonvent beschließt, nicht gilt, sondern es gilt, was das Präsidium des Verfassungskonvents beschließt. Und das Präsidium, bestehend aus 13 Regierungsmitgliedern, also die Exekutive hat das letzte Wort, das ist auch ein klarer Bruch mit demokratischen Grundprinzipien und Prinzipien der Gewaltentrennung. Die Exekutive hat den klaren Mehrheitsbeschluss des Verfassungskonventes, dass das Endergebnis in allen Mitgliedstaaten abgestimmt werden muss, aufgehoben und gesagt, nein, der wird nicht in allen Mitgliedstaaten abgestimmt. Und es kam dann ohne Not in Frankreich und Holland zu Volksabstimmungen über den Verfassungsvertrag. Und nur deshalb, weil sich speziell Jacques Chirac ganz sicher war, dass er gewinnen würde. Sonst hätte er das nie getan. Aber die französische Bevölkerung hat schon ein bisschen Erfahrung mit Demokratie. Die haben sich dann dieses Vertragswerk tatsächlich angeschaut. Es wurden über 1 Million Exemplare von Büchern über den Verfassungsvertrag verkauft. Und es gab in jedem zweiten Dorf gab es eine Veranstaltung über den EU-Verfassungsvertrag. Und dann sagten sie Nein. Und das Gleiche in Holland. Und dann haben die Regierung gesagt, na also wenn das so losgeht, in Spanien hatten sie Ja gesagt, aber das war nicht ausreichend, dann müssen wir das Ganze in einen Vertrag umbenennen. Wir streichen Gesetze und schreiben Verordnungen und Richtlinien hin und wir streichen die Flagge und die Hymne raus. Und der Außenminister heißt nicht mehr Außenminister, sondern er heißt Hoher Beauftragter der Europäischen Union, damit das Ganze keine Verfassung für Europa ist, sondern nur noch ein Vertrag. Und ein Vertrag muss ja wohl nicht von der Bevölkerung abgestimmt werden. Also wo kommen wir denn dahin, dass jeder Vertrag von der Bevölkerung abgestimmt wird? Also das braucht es nicht. Dann war nur noch Irland, Betriebsunfall der Demokratie. Da sagt die Verfassung, dass über jeden neuen EU-Vertrag die Bevölkerung abstimmen muss als Souverän, als höchste Instanz. Und die haben schon wieder Nein gesagt.
Und auch in Irland hat dann die Vertretung des Souveräns den Souverän belehrt, ihr habt falsch abgestimmt. Ihr müsst jetzt noch einmal und natürlich richtig abstimmen. Und wenn nicht, dann bricht Europa zusammen und ihr seid schuld am Zerfall der Europäischen Union und was weiß nicht, welche Drohgebärden sie hier aufgefahren haben. Und dann hat der gefügige irische Souverän hat dann mit Ja brav gestimmt. Und seither gilt der Lissabon-Vertrag für uns alle, weil kein weiterer Souverän mehr abgestimmt hat. Das heißt aber nicht, dass die Souveräne hinter dem Lissabon-Vertrag stehen. Und es fühlt sich vielleicht wie eine lange Schlaufe an, aber weil unsere Vertretung den Lissabon-Vertrag geschrieben hat und nicht wir, deshalb ist das Bettelrecht der Europäischen Bürgerinitiative von unserer Vertretung geschrieben worden und nicht von uns. Der Antrag kam sehr wohl von Mehr Demokratie Deutschland und anderen Basisbewegungen für Demokratie und die haben ein ganz normales dreistufiges Volksgesetzgebungsverfahren gefordert. Das heißt, wenn eine bestimmte Hürde übersprungen ist, dann darf gesammelt werden für eine Volksabstimmung. Und wenn dann in der zweiten Hürde die Million Unterschriften zusammen ist, also eine Mindestanzahl von Mitgliedstaaten, dann wird abgestimmt vom gesamteuropäischen Souverän. Das wäre sozusagen der Vorschlag gewesen. Der kam aber nicht in den Lissabon-Vertrag, sondern in den Lissabon-Vertrag kam das total abgeschwächte und verwässerte Bettelrecht. Ich behellige es jetzt gar nicht mit den Schwächen, die das alles hat, aber vielleicht am Beispiel der Europäischen Bürgerinitiative zum Mandat für das TTIP wird das klar. Der Europäische Rat, der nicht direkt demokratisch legitimiert ist, gibt ein Mandat zur Verhandlung des TTIP an die Europäische Kommission, die nicht direkt demokratisch legitimiert ist, für Geheimverhandlungen, was ungefähr Mittelalter bedeutet aus demokratischer Perspektive. Und die Europäische Bürgerinitiative wird eingesetzt, nicht 1 Million Menschen begehrt, 2 Millionen Menschen begehren. Ich habe ja gar keine Hintergrundmusik bestellt. Und die Europäische Kommission sagt, das dürft ihr nicht. Wie die katholische Kirche spricht sie ein Begehrensverbot aus. Ihr dürft nicht begehren, weil, na gut, wir lassen uns was einfallen, was könnten wir jetzt als formalen Vorwand angeben? Ja genau, das Ratsmandat ist kein Rechtsakt der Europäischen Union. Bitte was? Der Beschluss des Rates der Europäischen Union, dass die Kommission Verhandlungen zum TTIP aufnehmen muss, ist kein Rechtsakt der Europäischen Union. Bevor wir uns aufregen, schauen wir mal in den Verträgen nach. Artikel 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Beschlüsse des Rates, plus, natürlich Verordnungen und Richtlinien, sind Rechtsakte der Europäischen Union. Also es steht schwarz auf weiß. Wieso macht es die Kommission dann so billig, so schwach? Weil sie genau weiß, die Bürgerinnen, deren Begehren frustriert wurde, die müssen jetzt zum EuGH laufen. Und dafür müssen Sie mal einen Professor für europäisches Recht gewinnen, der da in der Lage ist, so eine Verfassungsbeschwerde zu verfassen. Und bis die mal verfasst ist, vergeht mindestens ein halbes Jahr. Also drunter geht es sicher nicht. Gezahlt werden muss natürlich der gut honorierte Professor auch. Und bis dann der EuGH hier ein Urteil fällt, ist das TTIP dreimal entschieden. Also wird einfach auf Zeit gespielt mit einem skandalösen Argument, die europäische. Aber dass sie das darf, dass sozusagen die Vertretung des Souveräns, ein Begehren des Souveräns, abwürgen darf. Es ist ein Skandal und es ist ein Charakteristikum dieses Bettelrechts, dass man nicht polemisch, sondern ich glaube, es ist ein zutreffender Begriff, es ist ein Bettelrecht. Und mit unseren mehrheitsfähigen Positionen in Bezug auf eine andere Geldordnung oder mit unseren mehrheitsfähigen Positionen in Bezug auf eine andere Wirtschaftsordnung oder auf ein anderes Bildungswesen oder was auch immer, wird es uns so lange ähnlich ergehen, solange wir nicht einen demokratischen Prozess zunächst gemeinsam ersinnen und dann gemeinsam beschließen. Damit wir nicht nur im Einzelfall, sondern, weil Volksabstimmungen sind schön und gut, aber ich kann mir was noch viel Effektiveres vorstellen. Meine Vision ist, dass wir das Grundlegende jedes Politikbereiches, also das Fundament der Wirtschaftsordnung, das Fundament der Geldordnung, darum geht es heute, aber auch das Fundament der Bildungspolitik, dass das von der Bevölkerung gelegt wird. Und die Ausführungsgesetze, die Details, die kommen dann von unserer Vertretung. Das wäre einfach eine etwas aktualisierte Gewaltentrennung zwischen Souverän und Vertretung. Wir wissen, derzeit ist die Gewaltentrennung zwischen Souverän und Vertretung, ich glaube, ich muss das nochmal erinnern, was Souverän, ist allen klar, was Souverän bedeutet? Schon, gell? Weil ich habe Politikwissenschaft studiert, aber und ich habe dort erfahren, dass das Souveränitätsprinzip das zentrale Demokratieprinzip ist. Ich habe auch erfahren, wer der Souverän ist. In,
In der Monarchie ist es der König oder die Queen, aber in der Demokratie ist es Alban oder Souverän. Ist es immer noch das liebe Volk, das steht auch in der Verfassung. Aber was das wirklich bedeutet, was das wirklich heißt, das habe ich mir dann erst selbst erarbeitet. Souverän, ich habe es im Lateinwörterbuch nachgeschlagen. Souverän kommt, weiß es zufällig jemand? Ja? Superanus, über allem stehen. Genau, sub, habe ich zum Beispiel im Studium nicht erfahren. Superanus, über allem stehen, nicht Superanus, sondern so empfinden das manche. Genau, wenn man nur Bettelrechte hat, dann vermeint man sich als solcher. Aber Superanus, über allem stehend, dann leiten sich aus meiner Perspektive her souveräne Grundrechte, Mindestrechte eines echten Souveräns, einer echten Souveränin, leiten sich da ab. Und das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir die Verfassung schreiben. Weil das ist das mächtigste Steuerungsinstrument in der Demokratie, das ist das prominenteste Rechtsdokument und das müsste eigentlich eine ausschließliche Kompetenz des Souveräns sein. Warum auch noch? Weil die Verfassung, die legt erstens einmal die Macht unserer Vertretung fest. In der Verfassung steht, was die Regierung und das Parlament dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist ganz entscheidend, dass die höchste Instanz das ihrer Vertretung folgt, weil wenn Regierung und Parlament sich selbst die Macht zuteilen, na, dann geben sie sich selbst die ganze Macht und dem Souverän gar keine Macht und der kommt dann an letzter Stelle. Und zweitens eben diese inhaltlichen Richtlinien. Also Richtlinien ist in der EU ein so häufiges Wort, aber eigentlich sollte die Verfassung die inhaltlichen Grundleit- und Richtlinien für alle Politikfelder, also 2-3 Seiten Verfassungstext für alle Politikfelder, für die Wirtschaftspolitik, die Geldpolitik, die Bildungspolitik, die Umweltpolitik, die Landwirtschaftspolitik und so weiter, sollte sie enthalten. Und dann kann unsere Vertretung die Gesetze machen wie heute. Also die Gesetze sind das Königinneninstrument unserer Vertretung, auch in einer souveränen Demokratie. Aber sie können damit nicht gegen den Inhalt der Verfassungen, gegen den Geist der Verfassungen verstoßen. Weil da stünde zum einen der Verfassungsgerichtshof vor. Der prüft heute schon jedes beschlossene Gesetz ex post. Also wenn es beschlossen ist, das ist immerhin schon einmal eine gewisse Korrektur des Legislators, der legislativen Gewalt. Vielleicht könnte man das auf eine Ex-ante-Prüfung noch verschärfen. Und vielleicht könnte man das noch ergänzen durch eine mögliche Individualbeschwerde gegen jeden Gesetzesentwurf oder einfach gegen die Möglichkeit, ein Gesetz, das einmal geplant ist vom Parlament, aber noch nicht beschlossen ist, das mit einem Begehren aus dem Souverän zu stoppen. Das ist nicht ganz so utopisch. Das gibt es immerhin in Italien. Und wie super gut das funktionieren kann, zeigt ein prominentes Beispiel aus Italien. In Italien hat zwar zunächst eine relative Mehrheit, zum Glück nicht die absolute, aber eine relative Mehrheit hat den Herrn Berlusconi gewählt. Er wurde dann auch Ministerpräsident, obwohl der Herr Berlusconi wahrscheinlich nicht der weiseste Mann Italiens ist. Da sind natürlich Milliarden und Medieneigentum im Spiel. Aber wie dann der einerseits charismatische und andererseits sehr mächtige Mann an der Regierung war und bestimmte Inhalte durchsetzen und das Land gestalten wollte, da war dann sehr rasch ein Teil derer, die ihn gewählt haben, gegen seine Vorschläge. Berlusconi wollte das Trinkwasser privatisieren, er wollte die Atomenergie in Italien einführen und er wollte sich selbst lebenslänglich immunisieren, rechtlich. Und das war dann den Italienerinnen und natürlich auch einem großen Teil derer, die ihn gewählt haben, zu viel. Und sie haben das sogenannte abrogative Referendum eingeleitet. Das heißt, eine Gesetzesinitiative des Parlaments, des römischen Parlaments, gestoppt. Und in allen drei konkreten Gesetzesvorschlägen haben 90% der Abstimmenden gegen die Initiativen von Berlusconi gestimmt. Das ist schon einmal eine deutliche Zurechtweisung der Vertretung. Und das ändert nichts daran, dass das Parlament weiterhin die Königin über die Gesetze sein sollte. Nur es muss damit rechnen, wenn es mit einem Gesetz etwas zu beschließen vorhat, was gegen den Geist der Verfassungen oder auch, wenn es in der Verfassung nicht geregelt wäre, gegen den Mehrheitswillen des Souveräns ist, dann kann es jederzeit gestoppt und sogar korrigiert werden. Und aus meiner Sicht wäre das einfach eine etwas ausbalanciertere Gewaltentrennung zwischen Souverän, in und ihrer Vertretung,
Derzeit sind wir nur ein einziges Mal innerhalb von 5 Jahren hier am längeren Ast, nämlich wenn wir das Kreuzchen vor einer Partei. Meiner Meinung nach ist das nicht einmal an diesem Tag so, weil der Zusammenhang zwischen dem Kreuzchen vor einer Partei und dass dann unsere liebe Vertretung in diesen 5 Jahren, wo sie am längeren Ast sitzt, genau das macht, was wir uns gewünscht haben, in Verbindung oder in kaum noch greifbarer Assoziation mit diesem Kreuzchen. Diese Hoffnung ist extrem vage. Und man kann das formal schon Demokratie nennen, nur es ist aus meiner Sicht eine der ineffektivsten und schwächsten Formen von Demokratie, die ich mir vorstellen kann. Und die souveränen Grundrechte würden hier eine Balance herstellen. Ja, die sind wertvoll. Wir brauchen das Parlament, wir brauchen die Regierung, die dürfen die Gesetze machen, wir schätzen und lieben sie dafür. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Rechte und das sind eben die souveränen Grundrechte. Wir schreiben die Verfassung, ihr führt sie aus. Ihr macht die tägliche legislative Arbeit, wir korrigieren euch nur für den Fall, dass ihr euch zu sehr von uns entfernt. So viel als Vorrede. Was war der Gegenstand? Bitte. Genau. Also heute geht es um einen Ausschnitt aus diesem demokratischen Langfristprojekt. Vielleicht noch eine letzte Ermutigung. Es gibt bald ein sehr würdiges historisches Datum, wo wir diese losen Gedanken, die ich jetzt hier eingestreut habe, in ein konkretes Werk bringen könnten, nämlich der 100. Geburtstag der ersten Verfassung in einer demokratischen österreichischen Republik. Das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber das ist die den meisten von uns vertraute Kelsen-Verfassung, die Anfang 1920 in Kraft getreten ist. Und Anfang 2020 wäre möglicherweise ein würdiges historisches Datum, wo wir hier ein Zeichen setzen. Oder vielleicht sind wir schon so weit, dass wir einen Verfassungsprozess von unten eingeleitet haben und das Endergebnis dieses Verfassungsprozesses von unten wäre die erste demokratische Verfassung der Republik Österreich. Und vielleicht geht das dann in einem Aufwaschen auch der erste demokratische Vertrag für die Europäische Union. So, jetzt aber wirklich Ende der Vorrede. Wir wenden uns dem Geldsystem zu und weil die Vorrede lang war, überspringen wir die Analyse weitgehend. Also ich möchte gleich in die inhaltliche und dann noch einmal in die demokratische Alternative noch einmal etwas im Detail gehen. Die Analyse zusammengefasst ist, derzeit beobachten wir im Geldsystem eine lange Reihe, die hier nicht erschöpfend angeführt ist, von Phänomenen, die, wenn man die abfragen würde, seid ihr der Souverän, also das ist die Mehrheitsbevölkerung oder die gesamte Bevölkerung und von der eine Mehrheit in Österreich, in Deutschland, in Sri Lanka, in Chile oder in Malaysia für eines dieser Phänomene, dann gehe ich jede Wette ein, dass es kein Land der Welt gibt, wo die Bevölkerungsmehrheit auch nur für eines dieser und es gibt eine lange Reihe weiterer Phänomene wäre. Dann fragt man sich, wie kommt es dazu? Und dann kommt man eben zunächst auf die jetzt soeben getroffene Analyse, weil wir eben nicht in gut funktionierenden, sondern in nicht ganz so gut funktionierenden Demokratien leben. Es gibt aber auch noch ein zweites Erklärungsphänomen. Es gibt eine Weltanschauung, die sich auch in der Wissenschaft, speziell halt im Mainstream der Wirtschaftswissenschaft und noch konkreter der Finanzwissenschaft in den letzten Jahren, zum Mainstream, also zur Hauptdenkrichtung gemausert hat. Und die hat das legislative Werk unserer Regierungen und Parlamente zumindest unterstützt, nämlich einer völligen Entfesselung der globalen Finanzmärkte mit, das sind jetzt sozusagen die politischen Entscheidungen, die alle getroffen wurden. Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Beschlüsse, dafür gibt es Regulierungen und dahinter steht ja nicht nur einfach Macht, sondern dahinter steht natürlich auch irgendein legitimierender Geist. Und dieser legitimierende Geist ist das alte Paradigma, nämlich Finanzmärkte funktionieren umso besser, je freier sie sind. Je weniger der Staat dort reinpfuscht und je weniger der Staat hier regulierend tätig wird. Und vielleicht nur ein Bild, weil wir hier am Naschmarkt sind. Aus meiner Sicht ist das ganz besonders kurios, weil der Weltmarkt für Finanzdienstleistungen, da gibt es ja unglaubliches Potenzial für Machtkonzentration und für Machtmissbrauch. Darum muss man dort doch eigentlich regulatorisch strenger eingreifen als auf kleineren Märkten wie zum Beispiel dem Naschmarkt. Und auf dem Naschmarkt, wenn hier ein Standl um einen halben Meter zu weit ausragt, nämlich ins Nachbarstandl,
Wer kommt dann? Dann kommt die Marktbehörde. Ja, genau. Also hier gibt es eine Marktaufsicht und die kümmert sich hier streng um die einzelnen Marktteilnehmenden. Ja. Da mag man jetzt der Ansicht sein, dass das ein bisschen zu streng ist, aber ich glaube, niemand würde für die Abschaffung der Marktbehörde plädieren. Jetzt kommt meine Analogie. Wenn wir uns einig sind, dass es okay ist, dass es für den Naschmarkt eine Marktbehörde gibt, dann braucht es für den europäischen Finanzbinnenmarkt erst recht eine Marktaufsicht und für den Weltmarkt für Finanzdienstleistungen erst recht eine globale Finanzmarktaufsicht. Oder wir dürfen diesen Markt einfach nicht liberalisieren, also nicht herstellen, diesen Markt. Und weiß jemand, wann der europäische Finanzdienstleistungsbinnenmarkt gestartet wurde? Das ist vielleicht auch deshalb ein bisschen untergegangen, weil das war gleichzeitig mit dem Euro-Start 1999. Da wurde der europäische Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen gestartet. Als große Priorität, ein gewisser Mario Monti war damals Binnenmarktkommissar und hat von einem neuen Bewusstsein gesprochen. Also, was meinst du jetzt eigentlich mit einem neuen Bewusstsein? Weil ein neues Bewusstsein, das wechselt man nicht wie die Unterwäsche jede Woche oder jeden Tag. Und, ja. Und heute habe ich es dann verstanden. Mario Monti hat den Finanzbinnenmarkt eröffnet, feierlichst, ohne Finanzmarktaufsicht, ohne Größengrenze für Banken, ohne Prüfung neuer gefährlicher Finanzprodukte und ohne der Beschränkung des Kapitalverkehrs in andere Märkte mit einem hohen Ansteckungsrisiko, sei es durch finanzielle Instabilität oder durch die Flucht durch die Gefahr von Steuerflucht. Ja. Und das, also so viel Vertrauen in die wundervolle Wirkung der Selbstregulierung und der Selbststeuerung von Märkten, das erfordert tatsächlich ein ausgetauschtes Bewusstsein. Ja. Und also das ist Brave New World in perfekter Umsetzung. Und so habe ich es dann auch verstanden. Vielleicht noch, weil ich versuche es nicht ganz so schwer darzustellen, aber eigentlich ist es schon eine sehr ernste Materie, weil das zu große Banken, dass die nicht nur das Finanzsystem, sondern die ganze Wirtschaft in den Kollaps führen können und dass ein länger andauernder Wirtschaftskollaps, ja, noch haben wir, finde ich, sind wir derzeit in einer relativ guten Situation, aber in der großen Depression, da ist es eben nicht so gut ausgegangen, da kam dann der Faschismus und der Weltkrieg. Ja. Und ohne den Kollaps des Finanzsystems in den 20er Jahren und ohne die darauffolgende Wirtschaftskrise hätte es keinen Faschismus und hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb ist es eine so ernste Angelegenheit. Und warum erinnere ich das jetzt? Weil die Erfahrung der Rettung einer zu großen Bank, die haben wir schon vor 80 Jahren in Österreich gemacht. Damals war es die Kreditanstalt, die implodiert ist. Und die Kreditanstalt war zu groß. Sie war viel zu groß. Sie hatte eine Bilanzsumme, dieses eine Institut, wie alle anderen Banken in Österreich zusammengenommen. Also es war gleich groß wie der Rest aller Banken. Und der Rettungsversuch hat das halbe Budget der damaligen Republik Österreich in Anspruch genommen. Das heißt, wir haben eine ganz klare historische Vorerfahrung, was es heißt, wenn wir zu große Banken zulassen und glauben, diese retten zu müssen, was ja berechtigt sein kann, aber es geht heute nicht. Ne? Und darum hätte es 1999 bei der Einrichtung des Finanzbinnenmarktes oder schon 1995 eigentlich beim Start der Welthandelsorganisation WTO und einer gewissen Weltmarkt für Finanzdienstleistungen, hätte es zwingend erfordert, dass es eine Marktaufsicht gibt für den europäischen Finanzbinnenmarkt, für den Weltmarktfinanzen, dass es eine Größengrenze für Banken gibt, dass die Marktaufsicht dafür sorgt, dass keine Bank größer wird als, damit jederzeit jede Bank in die Insolvenz gehen kann, dass es eine Zulassungsprüfung für neue Produkte, für neue Finanzprodukte gibt, sowie für Pharmazeutika, Chemikalien oder jedes Auto, das wir hier, bevor wir es in den Verkehr bringen dürfen, müssen wir zum TÜV. Und bei Finanzprodukten sehen wir das gleich so. Und dass wir den Kapitalverkehr differenziert beschränken. Zum Beispiel mit den USA. Man muss, also Steueroasen ist eh klar, aber USA, was heißt das? Import-Export von Bier oder französischem Käse, da müssen wir, glaube ich, den Kapitalverkehr nicht beschränken. Tourismus in die USA oder nach Europa, glaube ich, müssen wir den Kapitalverkehr nicht beschränken. Aber Immobilienderivate, da wäre nach unserer Logik, jetzt spreche ich auch ein bisschen von Attac Österreich, nach unserer Logik hätte die europäische Finanzmarktaufsicht
bei dem Zulassungsantrag für Immobilienderivate sagen müssen, das brauchen wir erstens nicht wirklich, wir haben funktionierende Hypothekenbanken. Zweitens ist es zu gefährlich, deshalb lassen wir das nicht zum Markt zu in Europa. Die USA können machen, was sie wollen. Sie sind eine freie, souveräne Demokratie, hahahi, und sie dürfen, ich weiß nicht, ob Sie die Studie der Princeton University kennen, ja, formal sind die USA eine Demokratie, aber faktisch eine Plutokratie, sagt die renommierte Universität von Princeton. Ja. Genau, wenn sozusagen die USA-Behörden entscheiden, dass Immobilienderivate zugelassen sind, ist das okay, ist das ihre Sache, aber der Kapitalverkehr für Immobilienderivate wird gesperrt. Ja. Und das ist kein Ende des freien Kapitalverkehrs zwischen der EU und den USA, sondern es ist eine Differenzierung. Für alles andere bleibt der Kapitalverkehr frei, aber für dieses Produkt wird er gesperrt. Beim Menschen, Klammer auf, macht das DO ganz schamlos, sagt, es gibt Menschen in drei Güteklassen. Güteklasse 1, das sind die besten Menschen, die haben gleiche Rechte wie das Kapital. Wir prüfen gar nichts, sie dürfen ein- und ausreisen, ohne dass es irgendeine Hürde gibt. Güteklasse 2, die dürfen zwar vorübergehend einreisen, müssen aber vorher einen gewaltigen Aufwand an Bürokratie erledigen. Und dann, wenn sie es richtig gemütlich gemacht haben und Freunde gewonnen haben und eine fixe Anstellung haben, dann müssen sie wieder aussehen. Ist gerade einer Tanzkollegin und Freundin aus Kolumbien von mir genauso passiert. Keine Chance auf Verlängerung, obwohl sie hier bestens verankert und eine fixe Anstellung von einer sogar öffentlichen Institution hatte. Keine Verlängerung des Arbeitsvisums. Drittens, Mittelmeer. Ja, und die kriegen gar nichts. Ne? Und das ist natürlich nicht meine Position, sondern das ist die praktizierte Einwanderungspolitik der Europäischen Union. Und diese Schamlosigkeit, die sie ja bei der Güteklassifizierung von Menschen hat, die wenden sie bei den Kapitalsorten nicht an. Aber im Kapital dürfen wir zu Recht von Kapital mit höherer, besserer und geringerer Qualität sprechen, weil das ist eine Sache. Und eine Sache hat keine Würde, deshalb dürfen wir so werten. Und wir dürfen sagen, Tourismus ja, Import, Export ja, Immobilienderivate nein. Und die Europäische Finanzaufsicht, die in der EU die Immobilienderivate verboten hätte, die hätte dann eben auch sozusagen diese Beschränkung des Kapitalverkehrs aussprechen müssen. Und dann hätten wir uns das erspart. Und wenn wir vor dieser Wahl gestanden wären, 1999, wenn wir nicht nur ein Kreuzchen vor einer Partei oder nicht nur Ja zum EU-Beitritt oder Nein zum EU-Beitritt, das sind viel zu große und komplexe Entscheidungen, sondern wenn wir zwischendurch auch das Wesentliche, das Grundsätzliche, zum Beispiel wollen wir einen Finanzbinnenmarkt. Das hieße 1, 2, 3, 4, 5, kann die Regierung vorschlagen, dann gibt es einen Alternativvorschlag. Ich finde das grundsätzlich keine schlechte Sache, aber ich möchte dafür die Bedingungen 1, 2, 3, 4, 5 und jemand Dritter kann sagen, nein, wir brauchen überhaupt keinen Finanzbinnenmarkt und ich bin dagegen. Ja, dann sollen doch diese drei Positionen uns dem Souverän zur Abstimmung vorgelegt werden und wir dürfen dann darüber entscheiden. Und jede Wette, dass die Variante 2 oder 3 gewonnen hätten. Also nicht das neue Bewusstsein von Mario Monti, sondern entweder ein regulierter Finanzbinnenmarkt oder gar kein Finanzbinnenmarkt. Jede Wette, weil der Souverän einfach ein bisschen gescheiter ist als seine Vertretung in manchen Angelegenheiten. In anderen Angelegenheiten sage ich überhaupt nicht, dass unsere Vertretung nicht weiser sein kann als wir. Nur dann gibt es ja auch keinen Korrekturbedarf. Okay, ich wollte eigentlich mich nicht in der Analyse aufhalten, habe aber sozusagen, danke, ja, über das alte Paradigma, das auch noch unsere Regierenden und die Parlamente darin bestärkt hat, das zu entscheiden, was sie entschieden haben. Und damit wir vielleicht anders entscheiden, ist es vielleicht auch ganz hilfreich, das in einem anderen Geist zu tun oder etwas wissenschaftlicher formuliert, ein anderes Paradigma zu entwickeln. Und das alternative Paradigma zum Paradigma der freien Finanzmärkte, das ich hier anbiete, ist das Paradigma von Geld als öffentlichem Gut. Was heißt das? Das heißt das, wie wir es definieren. Gibt es keine vorgefertigte Definition. Mein Vorschlag, und das ist kein Dogma und keine Doktrin, sondern ein erster Gedankenansatz, ist, setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten. Je wichtiger, desto weiter oben. Erstens, die Regeln für das Geldsystem werden so demokratisch wie möglich gebildet. Das zeichnet das öffentliche Gut Geld aus. Zweitens, die Zentralbank gibt das Geld aus. Nämlich das gesamte Geld, nicht nur das Bargeld, so wie heute, sondern auch das elektronische Geld, so wie heute nicht oder nur in einem kleinen Teil.
Dazu kommen wir dann noch in Kürze. Drittens, alle Banken, egal, die großen, die kleinen, die dünnen, die dicken, die privaten, die öffentlichen, alle sind per Gesetz auf Gemeinwohlorientierung verpflichtet. Weil das Geld ist kein Spielzeug, es ist eine zentrale öffentliche Infrastruktur. Da müssen wir besonders sorgsam damit umgehen. So ähnlich wie mit Schulen oder Universitäten oder vielleicht auch Museen oder Stadtwerken. Auch hier ist zwar eine Gewinnorientierung denkbar, aber sie ist sehr unüblich. Und ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung befindet es für richtig, dass Schulen nicht profitorientiert sind und nicht versuchen, Gewinne zu machen, die sie in die Eigentümerinnen ausschütten. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. In den USA gab es einen Grundschulkonzern, eine Grundschulkonzernkette sogar, die an der Börse notiert hat vorübergehend, ist dann aus anderen Gründen schiefgegangen, aber es zeigt nur, es wäre möglich und Vorschlag, wir sollten hier eine Entscheidung treffen, weil meine Analyse ist, in dem Moment, wo Banken auf Gewinnorientierung, nämlich dass der Gewinn das höchste oder ein hohes Ziel ist, dann kommen sie auf schlechte Gedanken. Und dann kommen sie auf Abwege. Wenn es die Möglichkeit, einen Teil der Gewinne an die EigentümerInnen auszuschütten, gar nicht gibt, dann werden Banken auch nicht kreativ werden in die Richtung, wie sie noch mehr Gewinn machen könnten. Sondern dann werden sie eher ihre Kreativität in die Frage lenken, wie kann ich denn Gemeinwohl mehr dienen als bisher. Viertens, hier ist ganz viel Herzblut von mir, Kredite, erstens nur für realwirtschaftliche Investitionen und nicht für Finanzinvestitionen. Zweitens, innerhalb der realwirtschaftlichen Investitionen nur für solche, die das Gemeinwohl nicht mindern. Das heißt, wir müssen dann bestimmte Auswirkungen von Investitionen evaluieren, nämlich wie wirkt sich diese Investition auf die Umwelt, auf die Verteilungsgerechtigkeit, auf den sozialen Zusammenhalt, auf den Arbeitsmarkt, auf das Geschlechterverhältnis und auf die Demokratie aus, auf die Arbeitsbedingungen. Da müssen wir ein paar Kriterien, die nicht finanziell sind, auch evaluieren, vielleicht mit einer Gemeinwohlprüfung. Und nur wenn die nicht negativ ist, dann kann der Kredit grundsätzlich vergeben werden. Wenn die finanzielle Bonitätsprüfung, die muss ja sowieso jede Bank machen, das ist jetzt gesetzt, stellen wir auch grundsätzlich nicht in Frage, dann kann er jedenfalls vergeben werden. Und je besser die Gemeinwohlprüfung ausfällt, das wäre jetzt schon sozusagen die Sahne auf der Torte, desto günstiger sind die Kreditkonditionen. Fünftens, Ungleichheit ja, aber nicht unendlich, sondern begrenzt. Spielen ja, aber nur in klar gekennzeichneten Casino mit einer ganz klaren Nichtverbindung zur realen Wirtschaft. Siebtens, ein kooperatives internationales Währungs- und Handelssystem. Auch wenn das jetzt nicht sofort verständlich ist, ich versuche jetzt da so lange, bis ich entweder Unruhe bei Ihnen verspüre oder ich ein Signal von der, dann werde ich sozusagen vielleicht nicht alle Punkte behandeln, aber einen Teil der Punkte werden wir auf jeden Fall behandeln. Genau, also das wäre das neue Paradigma. Und da können wir, vielleicht ganz kurz, das wäre sozusagen der Versuch, der Ansatz einer Verbildlichung, wie eine vertiefte Demokratie oder eine souveräne Demokratie, nämlich in der die Bevölkerung tatsächlich die Souveränin ist, würde als Ergänzung zur ersten Säule, das ist die indirekte Demokratie, das ist heute die ausschließliche Form oder fast ausschließliche Form der Demokratie, durch direkte Demokratie ergänzen. A. Direkte Demokratie sind nicht nur Volksabstimmungen, sondern auch diese dezentralen Konvente. Und über die wird es jetzt da gehen. Die dezentralen Konvente schreiben die Verfassung neu, entweder in einem Teilbereich oder überhaupt die gesamte Verfassung. Das wäre dann der Kronkonvent, das ist eine lustige Metapher in der Demokratie. Der Kronkonvent wäre der Verfassungskonvent. Aber um diesen Geist langsam einzuüben, ist unser Vorschlag, dass wir zuerst Themenkonvente machen, also zuerst einen Wirtschaftskonvent, zuerst einen Geldkonvent. Und partizipative Demokratie wäre dann einerseits, dass wir in Grundversorgungsbereichen auch Mitbestimmung und Mitverantwortung übernehmen. Das könnte speziell im Geldbereich der Fall sein. Das könnte aber auch zum Beispiel beim Trinkwasser oder bei der Energie der Fall sein oder im Bildungsbereich. Vielleicht ein besseres Beispiel, weil derzeit macht wer die Bildungspolitik? Die davon gar nicht betroffen sind, die Beamten im Bildungsministerium.
Und das ist ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, dass die von Entscheidungen Betroffenen auch zumindest mitwirken dürfen an den Entscheidungen. Und wer ist betroffen von Bildungssystem? Das sind die SchülerInnen und die StudentInnen und die LehrerInnen und die Eltern und vielleicht dann noch VertreterInnen der Gesellschaft, der zukünftigen Generationen oder der Umwelt. Und wenn die in einen Bildungskonvent gehen, dann können die die Spielregeln für die Bildungsinstitutionen entwerfen und die können dann vielleicht auch hier in die Aufsichtsgremien für die bildungspolitischen Institutionen gehen. Und das Gleiche könnte beim Trinkwasser und bei der Energie oder beim Geld der Fall sein. Und das, in der Gemeinwohlökonomie haben wir diese Idee angedacht für die größten Unternehmen. Mit dem Hintergrund, je größer ein Unternehmen ist, desto stärker ist die Auswirkung des Unternehmens auf die Gesellschaft und desto größer muss irgendeine Form der Teilhabe oder der Partizipation der Gesellschaft an diesem Unternehmen sein. Immer mit der Möglichkeit, wenn ein Unternehmen das nicht will, dann muss es einfach kleiner bleiben. Dann gibt es diese Pflicht zur gesellschaftlichen Mitbestimmung nicht. Aber wenn ein Unternehmen beschließt, ich möchte größer werden, weil das aus welchen Gründen immer wichtig ist, dann muss es eben analog seiner Auswirkung auf die Gesellschaft dieser ein etwas größeres Mitspracherecht einräumen. Das liefe bei mir unter partizipativer Demokratie. Jetzt schauen wir uns an, wie direkte Demokratie nicht im Einzelfall, sondern in der Aufbereitung eines ganzen Themenbereiches ausschauen könnte. Oh, das können wir überspringen. Genau, in einem dezentralen Themenkonvent, wie zum Beispiel einem Geldkonvent. Die Idee ist, dass wir unser Souveränsbewusstsein praktizieren in unserer Lebensgemeinde und dass wir uns dort versammeln in einer Form, die wir noch gemeinsam überlegen und optimieren können. Wir haben derzeit drei Ideen, wie wir uns versammeln könnten. Haben einen 20-seitigen Leitfaden auch schon veröffentlicht, aber vielleicht ist der optimale Prototyp noch nicht geboren. Die Bevölkerung einer Gemeinde. In Wien wollen wir es in Bezirken angehen zum Beispiel. Definiert 10 oder vielleicht 20 Grundsatzfragen eines Politikbereiches, der Geldordnung in diesem Fall, und versucht hier eine Meinungsbildung ein bisschen zu einer Abstimmung. Das heißt, wenn wir das entscheiden dürften, würden wir auch tatsächlich so abstimmen. Unsere Idee ist, dass sich dieser dezentrale Konvent, bitte kann man schon eins weiter, aufsplittet in zum Beispiel 10 Arbeitsgruppen, um es nicht zu schwer zu machen, über absolute Fundamentalfragen. Und zunächst einmal ein, zwei Monate recherchiert, was gibt es denn da überhaupt für mögliche unterschiedliche Positionen zu den Fundamentalfragen. Zum Beispiel die demokratische Zentralbank hat das Ziel X. Gibt es da Alternativen dazu? Könnte die Zentralbank auch das Ziel Y oder Z oder X plus Y plus Z verfolgen? Das heißt, nach einer ersten Phase der Grobrecherche wird der kommunale Konvent informiert. Das sind so die groben Positionen. Dazu würden wir jetzt da in die Feinrecherche gehen. Es sei denn, das Plenum sagt, naja, heute, da fällt mir aber wichtiger, ne? Den darfst du bitte auch noch recherchieren. Oder sagt, also der interessiert eigentlich uns nicht, den können wir eigentlich aussortieren. Oder irgendeine andere Orientierung der Arbeitsgruppe. Nach weiteren zwei Monaten Feinrecherche stehen dann die Alternativen zur Abstimmung und die finalen Varianten werden abgestimmt. Nach dem Verfahren des geringsten Widerstandes oder anders gesagt systemischen Konsensierens, das hätte zum gegenwärtigen üblichen Entscheidungsverfahren der einfachen Mehrheit zwei große Vorteile. Wenn hier 3 oder 4 oder 5 Vorschläge abgestimmt werden, können alle relevanten Positionen oder Bedürfnisse der Bevölkerung gemeinsam abgebildet werden. Und wenn alle abgestimmt werden, dann kann man über die Widerstandsmessung diejenige Position oder denjenigen Vorschlag herausfinden, der den geringsten Widerstand in der Bevölkerung hervorruft. Und das hat einen sehr tiefen Hintergrund. Jede Regel, ja, egal welches Ziel der Zentralbank vorgegeben ist, ist für manche besser und für andere schlechter, schränkt die Freiheit von mehr oder weniger Menschen mehr oder weniger ein, löst dadurch einen gewissen Schmerz in der Bevölkerung aus. Der kann größer sein oder geringer sein.
Und vielleicht ist die intelligenteste Regelung die, die den geringsten Schmerz in der gesamten Bevölkerung auslöst, die die Freiheit so wenig wie möglich einschränkt. Und diese Regel kann man einfach finden, indem man den Widerstand misst gegen jeden Regelvorschlag und es gewinnt dann derjenige Vorschlag, der den geringsten Widerstand auslöst. Wir führen das in einer Minute schon durch. Dann können Sie, das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und unverständlich, in einer Minute können Sie das schon am eigenen Leib erfahren, wie das wirklich geht. Aber das ist noch die Hinführung. Wenn du nochmal weiterklickst, was die Gemeinde dann entschieden hat, das kann sie dann über eine delegierte Person an den Bundesgeldkonvent weitergeben. Und dort wird dann die gemeinsame Position, nämlich das, die Beschlusslage, wird dieser delegierten Person mitgegeben. Und meine Vision wäre, sobald 100 kommunale Konvente stattgefunden haben, Österreich gibt 2315 Gemeinden, ist der Bundesgeldkonvent konstituiert, automatisch. Wenn das in 350 stattgefunden hat, dann besteht der Bundesgeldkonvent aus 350 Gemeinden. Aber sobald die ersten 100 diesen Willen gezeigt haben, wir wollen jetzt einen Bundesgeldkonvent konstituieren, ist er konstituiert und der Bundesgeldkonvent entscheidet natürlich nicht. Also auch der Verfassungskonvent der EU, wenn Sie sich erinnern, der hätte meiner Meinung nach nicht entscheiden dürfen, sondern das, was, also dieses eine Beispiel sehr wohl, das Endergebnis wird von der, obwohl, nein, weil der Auftraggeber, das hätte eigentlich der Auftraggeber des Verfassungskonvents entscheiden müssen und der hätte eigentlich der Souverän sein müssen. Eigentlich hätte der Souverän den Verfassungskonvent konstituieren und entscheiden müssen, dass das Ergebnis des Verfassungskonventes vom Souverän entschieden wird. Das wäre mein Demokratieverständnis, return to sender, also zurück zur Souveränin, zur höchsten Instanz. Deshalb ist die Aufgabe des Bundeskonventes nur, dass die finalen Varianten ausgearbeitet werden und dem Souverän als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden. Und wir alle, der Souverän, entscheiden dann. So, und das Ergebnis wäre der Geldverfassungsteil. Das wäre dann der Teil der österreichischen Bundesverfassung, der für die Geldordnung verbindlich wirksam wäre. Und das wollen wir uns jetzt sehr rasch an diesen Brennpunkten der Geldordnung anschauen. Sie werden sehen, es wird jetzt gleich schlagartig verständlich und einfach und Sie wissen sofort, wie ich mir das zumindest vorstelle und wie es vielleicht funktionieren könnte. Wir beginnen mit der Zentralbank. Ja. Das hier ist bereits das Endergebnis des Bundesgeldkonventes. Der Bundesgeldkonvent hat aus den Vorschlägen der kommunalen Geldkonvente zur Frage, wer soll der Zentralbank die Ziele vorgeben? Das ist, erstens ist die Zentralbank die wichtigste Institution der Geldpolitik und zweitens ist die Zielfrage die wesentlichste Frage für eine Institution. Und der Bundesgeldkonvent hat drei Varianten ausgearbeitet. Variante 1, die Zentralbank setzt sich ihre Ziele selbst im Sinne einer Vollautonomie. Variante 2, die Vertretung des Souveräns, nämlich die Regierung und Parlamente der Mitgliedstaaten, also es geht hier um die Europäische Zentralbank, geben der Europäischen Zentralbank die Ziele vor. Variante C, der Souverän, die Souveränin gibt der Zentralbank die Ziele vor. Sind diese Fragestellungen verständlich? Ist etwas nicht verständlich an dieser Fragestellung. Das ist auch wichtig, weil das häufigste und mit Abstand vehementeste und leidenschaftlichste Argument gegen einen kommunalen Wirtschaftskonvent ist, das verstehen die Menschen nicht. Die sind zu ungebildet. Herr Felber, Sie überfordern die Leute. Ja. Das sollen die Leute entscheiden, ob sie überfordert sind. Und damit will ich zeigen, man kann die wesentlichen Fragen lassen sich so formulieren, dass hier niemand überfordert ist, sondern dass wir endlich an den Kern der Schlüsselfragen gehen. Okay, es gibt ja offenbar keine Verständnisschwierigkeiten mit den Fragen. Jetzt machen wir die erste Versuchsabstimmung. Wir messen den Widerstand, Sie können, also man kann auch sagen den Schmerz. Sie können, wenn Sie den Vorschlag hören, in sich hineinhören und wenn Sie darin, am besten wenn Sie die Augen schließen und es tut nicht weh und es tut nicht weh, nein, es tut nicht weh, dann heben Sie keinen Arm. Genau. Und wenn das ein bisschen sich spießt und piekst und schmerzt, dann heben Sie einen Arm. Und bitte nicht so, sondern so, damit man das sieht. Und wenn das wirklich weht, also damit könnte ich nicht leben, dann heben Sie bitte beide Arme. Da bin ich strikt dagegen, da wandere ich vielleicht sogar aus. Und
Ja, wir stimmen jetzt alle drei Vorschläge ab und ich versuche, das so gut es irgendwie geht, zu zählen. Machen wir es. Die Europäische Zentralbank soll sich ihre Ziele selbst setzen im Sinne einer Vollautonomie. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. Schaut sich das an. Okay. Geht gegen unendlich. Zweiter Vorschlag, die Vertretung des Souveräns soll der Zentralbank die Ziele vorgeben. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen zweiten Vorschlag. Was könnte ich zielen können? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 82. Ist wahrscheinlich nicht ganz genau gezählt, aber ungefähr 82 Widerstandsstimmen. Dritter Vorschlag, der demokratische Souverän soll der demokratischen Zentralbank die Ziele vorgeben. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag Nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, so. Welcher Vorschlag hätte hier, wenn das der demokratische Wirtschaftskonvent zu Wieden? Wieden? Wir sind in Wieden, oder? Wien, Wieden. Fünfter. Margareten, Entschuldigung. Wieden ist der vierte, oder? Ja. Genau. Also in Wien, Margareten hätte welcher Vorschlag gewonnen? Ja. Eindeutig oder Horschwaff? Okay. Gut. Dieser Konvent wird jetzt eine Person unseres Vertrauens, die wir dann im November wählen, also am letzten, die würde dann an den Bundeswirtschaftskonvent gehen und unser Abstimmungsergebnis dort vertreten. Nur um es verständlich zu machen. Gut, wir schauen uns gleich die nächste Frage an. Die ist nämlich auch noch wichtig. Wie sollen die Zentralbank hat jetzt ein Ziel. Noch einmal zurück. Wer hat denn der Zentralbank jetzt das Ziel vorgegeben? Nur um es zu wissen. Na, jetzt. In der jetzigen Zentralbank. Wissen Sie das überhaupt? Ja. Also, ja. Also es ist dann, wenn, darum frage ich auch nach, ja. Es ist B. Und zwar sind die Ziele der Zentralbank im Lissabon-Vertrag vorgegeben. Sie hat ein Statut und das ist, meines Wissens ist das ein Anhang, ein Protokoll des Lissabon-Vertrages. Und da steht das Ziel, wir kommen gleich auf die Ziele, es hat unsere Vertretung gegeben. Sie ist dann autonom, wenn die Gremien tagen. Dann ist sie bitte. Eins weiter bitte. Da, die Gremien sind dann autonom, allerdings müssen sie die Ziele einhalten. Und sie müssen ihre Entscheidungen in Bezug auf das Ziel begründen. Also da sind sie gebunden durch das Ziel, aber sie sind unabhängig von den Regierungen und Parlamenten und natürlich erst recht vom Souverän. Okay, wollen Sie das noch abstimmen oder sparen wir uns die Zeit für die nächste, finde ich wirklich wichtig. Die nächste finde ich wirklich, ja, genau, weil bei den Zielen wirklich spannend ist ja, was könnte es denn da für unterschiedliche Ziele überhaupt geben. Und das ist relativ einfach darzustellen. Es gibt das Modell Europäische Zentralbank, es gibt das Modell Federal Reserve in den USA und es gibt das Modell Felber, selbstverständlich. Nein. Und es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Alternativen und in einem demokratischen Kommunalkonvent kann jede Person einen Vorschlag machen. Und natürlich gibt es dann wie beim Volksbegehren Zugangshürden, wenn ein Vorschlag von einer Person unterstützt wird, wird er nicht abgestimmt. Aber wenn jeder Vorschlag, der zum Beispiel von mindestens 10% der Abstimmungsberechtigten unterstützt wird, der wird abgestimmt. Und wenn der Felber-Vorschlag nicht unterstützt wird, dann wird er selbstverständlich nicht. So. Modell Europäische Zentralbank. Es gibt ein übergeordnetes Ziel, das ist die Preisstabilität und alle anderen Ziele sind nachgeordnet. Das könnte ich jetzt historisch lang und breit begründen, aber ich spare mir ein bisschen die Zeit. Jede Entscheidung hat Gründe, aber der Ist-Stand ist, dass nur dieses Ziel zu folgen ist. Hier fehlt noch etwas, Entschuldigung. Die direkte Finanzierung von Staatsschulden ist verboten. Also es gibt ein Negativziel. Das darf sie nicht.
Zweitens, die Federal Reserve hat zwei Ziele gleichrangig als oberste Ziele zu verfolgen, nämlich Vollbeschäftigung und Preisstabilität, und alle anderen Ziele sind nachrangig. Und das hier ist eine Alternative von vielen möglichen. Und der Vorschlag ist, sie soll Vollbeschäftigung, Preisstabilität und zinsfreie Kredite an den Staatshaushalt in einer maximalen Höhe, das ist ganz wichtig, diese Grenze, von 50% der Wirtschaftsleistung vergeben. Wie ist das zu verstehen? Derzeit verschulden sich die demokratischen Staaten auf den freien Finanzmärkten. Und das ist natürlich ein großes, großes Geschäft für die, die diese Schuldtitel ankaufen. Das sind wir zu ein paar Promille bis ein paar Prozent in unseren Lebensversicherungen und in unserem Portfolio. Aber zu einem ungefähr zur Hälfte sind es die Banken mal, die das aufkaufen. Und zu 95% sind es dann Menschen mit einem sehr großen Finanzvermögen, die da immer auch ein gerütteltes Maß an Staatsanleihen drinnen haben. Genau, aber die Versicherungen machen das, vermitteln das für das breitere Publikum, aber die Relationen sind wichtig. Die allermeisten von uns haben einen sehr, sehr geringen Anteil an Staatsanleihen, gemessen an den institutionellen Investoren, wie sie heißen, die halten die ganz, ganz große Mehrheit. Und das kostet natürlich. Und hier wäre ein Vorschlag, wir haben derzeit eine Staatsschuldenquote von nahezu 100% der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Das ist knapp über dem erlaubten Maximum. Kennt das jemand, was das erlaubte Maximum an Staatsschulden in der Eurozone ist? 60%, genau. Also da sind wir etwas drüber im Moment, weil offenbar die Finanzmärkte nicht gesteuert werden und deshalb die Folgen auch nicht kontrollierbar sind. Ab 90% gibt es die virulente Gefahr von Staatsinsolvenzen, sagen viele Studien. Bei 100% ist sie größer. Wir wissen, dass derzeit ist zwar relative Ruhe eingekehrt, aber die meisten Ökonomen prognostizieren, dass die Gefahr von Staatsinsolvenzen wieder virulent werden wird. Das heißt, es wäre also auch aus meiner Sicht sinnvoll, die Staatsschulden auf unverdächtige, ungefährliche 50% zu reduzieren. Das wäre jetzt eine persönliche Präferenz. Wir setzen die Staatsschulden in Relation zu den privaten Vermögen. Privaten Vermögen sind nicht 100% der Wirtschaftsleistung, sondern 500% der Wirtschaftsleistung. So macht man das. Und wenn ich die Staatsschulden halbieren möchte, dann müsste ich von einer fünfmal so großen Größe welchen Anteil verwenden, damit das finanziert werden kann? Ein Zehntel, genau. Und davon betroffen wären wiederum maximal 10% der Bevölkerung, weil die, wie wir wissen, den allergrößten Teil des Vermögens hätten. Also es wäre auf 10 Jahre gestreckt eine in Summe 10%ige Vermögensbesteuerung, mit der wir die Staatsschulden halbieren könnten. Dann blieben übrig 50%. Und das ist jetzt der abzustimmende Vorschlag, nur dieser zweite Schritt. 50% könnten von den demokratischen Zentralbanken in zinsfreien Krediten gegeben werden an uns. Warum? Weil wir dann die Zinsen nicht zahlen bräuchten für die Staatsschulden. Weiß jemand, wie viel der österreichische Steuerzahler für die Zinsen für die Staatsschuld derzeit zahlt? 7 Milliarden, genau. Dadurch, dass die jetzt sich so günstig geworden sind, gehen wir nicht in Richtung 11, 12 Milliarden, sondern gehen wir glücklicherweise in Richtung, ich glaube, wir sind bei 8,5 und gehen in Richtung 7 Milliarden. Aber nur, wenn das Zinstief anhalten sollte. Aber selbst 7 Milliarden, ist das viel oder wenig? Da gab es doch mal die Fantasie einer Bildungsmilliarde. Ist die geflossen? Warum nicht? Weil wir kein Geld haben. Da gab es doch mal die Fantasie einer Solidaritätsmilliarde für die dringendst nötige Entwicklungshilfe. Ist die geflossen? Da gab es doch mal die Fantasie einer Sozialmilliarde. Tut uns leid, wir müssten 7 Milliarden zusammenzählen, um die Staatsschulden 7 Milliarden Jahr für Jahr aufbringen zu können. Ist unnötig. Why? Warum wollen wir die Gläubiger des Staates hier mit einem bedingungslosen Grundeinkommen alimentieren? Leistungslos und risikofrei. Die sozusagen es am wenigsten nötig haben und die auch ganz gute Argumente immer sofort parat haben, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht finanzierbar ist, erhalten ein solches. Leistungsfrei, sie rühren keinen Finger dafür, und risikofrei. Die österreichischen Staatsanleihen, die können schon mal ausfallen, aber bis dorthin dauert es wahrscheinlich noch etwas länger, es ist fast annähernd risikofrei. Das wichtige Argument ist, diese 7 Milliarden können wir besser investieren. In die Bildungsmilliarde, in die erneuerbare Energiemilliarde, in die Solidaritätsmilliarde, in die Sozialmilliarde, und vielleicht können wir dann
3 Milliarden auch noch anders verwenden. Und das wäre der Vorteil. Ne? Und wenn 50% vom BIP Staatsschulden von der Zentralbank finanziert werden, haben wir dann dadurch Hyperinflation? Nein. Ne? Erstens ist ja Preisstabilität nach wie vor eines der drei höchstgereihten Ziele da. Das muss sie nach wie vor. Das heißt, wenn 50% Umwandlung von Staatsschulden in zinsfreie Kreditzentralbank auch nur das leiseste Preisstabilitätsrisiko bedeuten würden, dann würde sie die Zentralbank eh nicht machen dürfen. Sie könnte sich auf ihre Ziele berufen. Deshalb reicht es einfach als drittes Ziel daneben, damit die 50% nur dann erreicht werden dürfen, wenn dieses Co-Ziel nicht in Gefahr ist. Verständlich? Gut, wir stimmen ab. Wir sind bei 3. So, wir beginnen mit dem Vorschlag 1. Die Demokratische Zentralbank soll ausschließlich das Ziel der Preisstabilität verfolgen und alle anderen Ziele sind weniger wichtig. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. Okay, das kann ich, danke, ich kann das wieder nicht zählen. Das geht, wie? Geht wieder gegen unendlich. Zweiter Vorschlag, die Demokratische Zentralbank soll die Ziele Vollbeschäftigung und Preisstabilität verfolgen und alle anderen Ziele sind zweitrangig. Also wenn das vorhin 82 waren, dann sind das jetzt genau 100. Darf ich? Vorschlag Nummer 3, die Zentralbank soll die Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität und zinsfreie Kredite an den Staat im Maximalausmaß von 50% der Wirtschaftsleistung vergeben. Zeigen Sie bitte Ihren Widerstand gegen diese Variante. Sie machen ja 1. So. Okay, welcher Vorschlag hätte hier gewonnen? Geht dahin. Genau. Also so stelle ich mir den Ablauf eines demokratischen Geldkonventes vor. Ich glaube, das Schwierigste ist, sich das vorzustellen, wie das wirklich gehen könnte. Frage? Klar. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen verstanden. Wer formuliert diese Fragestellung und wer erläutert das jeweils? Ganz wichtig. Deshalb erstens Einladung an die Seite der Gemeinwohlökonomie. Im Downloadbereich ist der Leitfaden für einen kommunalen Wirtschaftskonvent. Und der kann genauso als Leitfaden für einen kommunalen Geldkonvent gelesen werden. Der Vorschlag ist, über ein Jahr geht der Prozess. Es gibt 6 Treffen jedes zweite Monat, weil wir sind ja auch noch berufstätig und haben auch noch Familie und Freundinnen und brauchen Zeit für uns selbst. Also 6 Halbtage Treffen. Dazwischen gibt es schon Recherchephase. Also es ist dann nicht nur diese 6 Halbtage. Und beim ersten Treffen oder spätestens beim zweiten werden 2 Dinge entschieden. Erstens, welche Fragestellungen? Das ist die sogenannte Kompetenzkompetenz. Und die Kompetenzkompetenz ist in einer echten Demokratie beim Souverän. Niemand, nicht der Kaiser von China, nicht der liebe Gott und nicht die Gemeinwohlökonomiebewegung, auch nicht die Demokratische Bank oder die Bank für Gemeinwohl, gibt irgendjemand die Fragestellungen vor. Obwohl im Geldbuch habe ich aber auch bewusst 48 Fragen formuliert, damit dann sozusagen die, die das anwenden wollen, inspiriert sind, welche Fragen dann gestellt werden könnten. Aber sie sollen die Fragen selbst definieren. Und das zweite, genau gleich wichtige, ist das Entscheidungsverfahren. Da gibt es das einfache Mehrheitsprinzip, da gibt es die Soziokratie, da gibt es das SK-Prinzip und da gibt es das Konsentverfahren. Das sind 4, die mir auf Anhieb einfallen. Und der demokratische Souverän entscheidet, nach welchem Verfahren entschieden werden soll. Dann beginnt die Recherche. Also das haben wir uns überlegt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen einen Geschmack und wir gehen deshalb weiter, wie so ein Konvent stattfinden könnte. Vorhin habe ich gesagt, ein Erkennungsmerkmal von Geld als öffentlichem Gut könnte sein, dass das Geld von der Zentralbank ausgegeben wird. Die Vorstellung derzeit ist so, es gibt ein Organisationskomitee innerhalb einer Gemeinde und unsere Empfehlung wäre, dass das voll repräsentativ ist. Also dass nicht der Bauernbund allein und nicht die Gewerkschaft allein und nicht Greenpeace oder die Gemeinwohlökonomie allein sowas initiieren können, sondern unser Vorschlag wäre, damit so ein Konvent starten kann, braucht es Vertretungspersonen von allen relevanten Kräften in der Gemeinde im Organisationskomitee. Und dieses Organisationskomitee arbeitet einen Vorschlag aus,
welche Fragen überhaupt gestellt werden könnten. Entweder sind das schon 20 oder 30 Fragen, aus denen dann erstens die 10 oder 20 wichtigsten ausgewählt werden können, aber selbstverständlich dann auch weitere Fragen entwickelt werden können. So wäre sozusagen der bisherige Vorschlag, wie der Prozess ablaufen könnte. Aber wir arbeiten mit Prototypen und immer sobald ein besserer Vorschlag für den Ablauf eingebracht wird, schließen wir uns von Herzen gerne den besseren Vorschlag an. Ja. Was ist die Mindestgröße eines Konvents, wenn man glaubt, also erstens einmal von der Diversitätsgruppen alle Interessensgruppen verhandeln? Ja, aus unserer Sicht ist das die schwierigste aller Organisationsfragen. Also alle anderen Fragen haben wir, glaube ich, zufriedenstellend beantwortet. Die haben wir nicht wirklich letztgültig zufriedenstellend beantwortet und haben deshalb schlagen wir vor, mit drei Prototypen zu beginnen, auf das weitere Prototypen dazukommen. Prototyp 1, wer kommt, ist da, ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee, aber es wäre trotzdem vielleicht wert, es einfach auszuprobieren, um zu schauen, was passiert. Prototyp 2, es kommt zu einer Zufallswahl aus der Bevölkerung, repräsentativ nach Geschlecht, nach Altersgruppen, nach Bildungsgrad und Berufsgruppen. Diesen Prototyp gibt es als sogenanntes Bürgerparlament in den USA und nach Berichten funktioniert das außergewöhnlich gut, also erstaunlich gute Ergebnisse. Prototyp 3 ist der derzeit von mir präferierte, aber ich bin hier wie gesagt sehr, sehr lernbereit, dass die gleichen, die das Organisationskomitee ausmachen, die sozusagen eine Mindestrepräsentanz und Relevanz aller Gruppierungen in der Gemeinde abbilden müssen, die definieren dann auch sozusagen, wer sind die 10 oder 20 wichtigsten Gruppierungen in der Gemeinde und die 10 oder 20 wichtigsten Gruppierungen entsenden dann zwei Personen zum Beispiel oder drei in den kommunalen Wirtschaftskonvent. Dann wäre das eine Arbeitsgröße, eine arbeitsfähige Einheit von zum Beispiel 40 bis 60 Personen. Die könnten sich dann aufsplitten in 10 bis 20 Arbeitsgruppen, die dann aus 3 bis 5 Personen bestehen, da kann man sehr gut arbeiten. Und die würden dann die Varianten ausarbeiten. Sie sitzen jetzt, glaube ich, ganz in der Sonne, wenn Sie vielleicht in einen schattigeren Platz wollen. Hier vorne gibt es ein paar ganz Vollschattenplätze. Es trifft jetzt nur noch 3 oder 5 von Ihnen, die in der Sonne sitzen müssen. Falls es für Sie besser wäre, könnten Sie im Vollschatten hier sitzen. Und die finalen Varianten könnten dann aber in einer kommunalen Volksabstimmung von allen Wahlberechtigten in der Gemeinde, oder wir schlagen nicht nur die Wahlberechtigten, wir schlagen alle dort lebenden Menschen vor, um verschiedene Demokratieprobleme, die es derzeit gibt, auch mit zu lösen. Das ist zumindest unser Vorschlag, wie es funktionieren könnte. Damit sozusagen der Konvent eine arbeitsfähige Organisationseinheit ist und trotzdem das Prinzip jede Person eine Stimme nicht verletzt wird. Aber klar, das sind die größten Schwierigkeiten, vor denen wir derzeit stehen, genau diese Frage bestmöglich zu lösen. Gut, ja? Nur eine Verständnisfrage. Bitte. Ich habe dann alles richtig verstanden, dass diese regionalen Konvente, aber dann gibt es ja dann diese Bundeskonvente. Ja. Wenn jetzt die Fragen quasi bei diesen regionalen Konventen einzeln bestimmt werden, wie kann man dann auf diesem Bundeskonvent, gibt es ja dann ganz unterschiedliche Fragestellungen? Ja, aber da sehe ich wieder kein Problem, weil der setzt sich aus entweder mindestens den 100 Delegierten zusammen und wenn aber mehr Konvente stattfinden sollten, dann sind es halt vielleicht 150 oder 200 oder sogar 300, da sehe ich ja kein Problem und die müssen dann alles gemeinsam entscheiden. Die müssen dann sozusagen aus ihren Berichten, die berichten dann von ihren Gemeinden, also bei uns waren das die relevanten Fragestellungen und der Nicke sagt, bei uns waren das die relevanten Fragestellungen, dann könnte man eigentlich eine Matrix machen. Ja. Thema X wurde 53 Mal abgestimmt, Thema Y wurde 26 Mal abgestimmt und Thema Z wurde 64 Mal abgestimmt. Das heißt, X und Z kommen in die finale Ausscheidung und Y scheidet aus. Aber da sehe ich dann sozusagen wieder weniger Probleme, wie man hier methodisch dann vorankommt. Die höchste Hürde ist tatsächlich die Universalbeteiligung oder die potenzielle Universalbeteiligung aller Stimmberechtigten in den Primärkonventen. Primärbanken, Primärkonvente. Gut, diese Frage zumindest würde ich mir gerne noch anschauen und dann schauen wir, wie es uns geht.
dann dürfte die Sonne auch sich verabschiedet haben. Das Geld soll von der Zentralbank ausgegeben werden. Ich glaube, ich beginne mit einer lustigen Anekdote. Es gab hier Befragungen, was würden Sie denn von einer Reform halten, die den Geschäftsbanken, das müssen nicht die Privaten, den privaten und öffentlichen Geschäftsbanken, das Recht zur Geldschöpfung, zur Gelderschaffung in die Hände gibt. Wären Sie für eine solche Reform oder gegen eine solche Reform? 90% dagegen, genau. Nicht wissend, dass das heute so ist. Weil heute wird zwar das Bargeld von der Zentralbank ausgegeben, aber das elektronische Geld, das sogenannte Buch- oder Bankengeld, das wird nur zu 10% von der Zentralbank refinanziert, nachdem es von den Geschäftsbanken geschaffen wurde. Einerseits im Zuge der Kreditvergabe und andererseits beim Ankauf von Wertpapieren. Ich komme da sofort nochmal hin. Ich möchte zunächst historisch ein bisschen framen, also ein bisschen den Rahmen darstellen. Zunächst entstanden aus den Goldschmieden die Geschäftsbanken. Das werde ich jetzt nicht im Detail nacherzählen, sondern das war zum Beispiel im 14. Jahrhundert sind die häufigsten historischen Referenzen. Irgendwann sind die vielen Zentralbanken, also konkret im 17. Jahrhundert, draufgekommen, eigentlich wäre es für alle besser, wenn es eine Zentralbank gäbe. Das würde uns das Leben leichter machen. Und das waren am Beginn private Zentralbanken. Es hat dann zwei Jahrhunderte gedauert, bis der Trend, dass die Zentralbanken zu öffentlichen Zentralbanken wurden, eingesetzt hat. Und der Trend, der ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die österreichische Nationalbank, ist die privat oder staatlich? Die ist verstaatlicht worden. Die ist verstaatlicht worden vor 150 Jahren? Genau, vor 5 bis 10 Jahren, ich weiß auch nicht genau. Da war noch 40% privat, vor 5 bis 10 Jahren, also auch in Österreich. Die Schweizer Nationalbank ist heute noch zu, glaube ich, 19% privat und die italienische Zentralbank ist heute noch zu 100% privat. Also dieser Trend ist noch nicht abgeschlossen, das ist wichtig. Aber wenn man die Bevölkerung fragen würde, soll die Zentralbank öffentlich sein oder privat sein, die habe ich jetzt auch nicht drauf, die Frage. Also ich glaube, es gibt nirgendwo eine Bevölkerungsmehrheit, die sagen würde, die Zentralbank soll privat sein. Genau, das wäre auch so eine Frage, die habe ich hier jetzt gar nicht drauf, im Buch ist sie drinnen. Der nächste Schritt, der ist schon viel weitergehend vollzogen. Weil schon im 19. Jahrhundert haben die meisten Regierungen beschlossen, dass die Zentralbank das Banknotenmonopol erhalten sollte. Und sie verboten den Geschäftsbanken die Ausgabe von Banknoten. Davor haben ausschließlich Geschäftsbanken die Banknoten ausgegeben, weil es gab ja gar keine Zentralbanken. Es ging nur so, dass jede Bank ihre eigenen Noten ausgab, so wie gesagt, jeder Goldschmied hat seine eigenen Wechsel ausgestellt und die Banken haben ihre eigenen Noten ausgegeben und dann ging es dazu über, dass die privaten Banknoten verboten wurden und die Zentralbank erhielt das Monopol. Das war dann aber nicht Planwirtschaft. Entschuldigung, das verstehe nur ich den Witz. Okay. Weil wenn wir jetzt diesen zweiten Schritt vorschlagen, dass nicht nur die Banknoten ein öffentliches Ausgabemonopol sein sollten der Zentralbank, sondern auch das Buchgeld, dann kommt sofort das Argument, das ist ja Planwirtschaft. Und ich frage mich, wieso ist das jetzt plötzlich Planwirtschaft? Aber das Monopol für die Ausgabe von Banknoten ist selbstverständlich. Das ist der gegebene Verfassungswille. Das steht auch so in den Verfassungen. Nur die Verfassungen sind allesamt ungenau. Ne? Sie sagen halt, dass das Bargeld, das ist ein exklusives Recht der Regierung, das kann sie an die Zentralbank verleihen, aber über das Buchgeld steht einfach nichts in den Verfassungen, obwohl es das die längste Zeit gibt. Okay, und das wäre der fünfte Schritt. Die Zentralbanken sind öffentlich, sie geben das Buchgeld aus und sie geben das Bargeld aus und sie geben das Buchgeld aus. Das wäre der Gedanke. Und der kommt natürlich nicht von uns, sondern der hat eine lange historische Vorgeschichte. Vielleicht noch eins weiter, bitte. Und noch eins weiter, bitte. Genau, hier ging die Idee aus. Schon während der großen Depression haben, das waren in diesem Fall Wirtschaftswissenschaftler, an den Universitäten Yale und Chicago rund um Irving Fisher, haben die Einsicht gehabt, dass es gut wäre, dass damals noch sämtliche Kontostände bei den Banken zu 100% gedeckt sind durch Reserven bei der Zentralbank.
Da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil das ist eine ziemlich komplexe Materie. Sie haben sich dadurch weniger Krisen erhofft, Sie haben sich weniger Inflation erhofft, weniger Schulden erhofft und wenn du noch eins weiter gehst, und Sie haben sich weniger Instabilität, weniger Inflation, weniger Schulden, weniger private und öffentliche Schulden. Und der Währungsfonds hat das jetzt vor 2 Jahren nachgerechnet. Es ist kein offizielles Papier des Währungsfonds, sondern es ist nur ein Arbeitspapier, aber sehr wohl des Währungsfonds. Und da steht drinnen, dass alle Annahmen von Irving Fisher bestätigt wurden. Umgesetzt wurde es damals aber nicht. Jetzt bitte 4 Folien zurück, 4 Stück. Danke, weil die Bankenlobby hat sich bei Präsident Roosevelt so sehr ins Zeug gelegt, dass Präsident Roosevelt davor zurückgeschreckt ist. Und er hat dann nur das Trennbankensystem durchgesetzt mit dem Glass-Steagall Act, aber er hat nicht die Vollgeld, 100% Money hat das damals geheißen, von Irving Fisher und Konsorten durchgesetzt. In Deutschland ist diese Idee weiterentwickelt worden. Und uns geht es nur und ausschließlich um diese Reform, um die Vollgeldreform. Es geht nicht um die hundertprozentige Deckung von Kontoständen bei der Zentralbank. Das ist zu kompliziert, das fällt mir auch schwer, das in Gänze zu verstehen. Sondern es geht um die Vollgeldreform, auf Englisch Sovereign Money. Das gefällt natürlich mir ganz besonders gut. Und die Idee, und eins weiter bitte, die Idee und Funktionsweise wäre, dass das auch das elektronische Geld von der Zentralbank ausgegeben wird, allerdings nicht als Kredit und verzinst an die Geschäftsbanken und dass das elektronische Geld nicht von den Geschäftsbanken in Umlauf kommt. Ich glaube, jetzt muss ich es noch ganz kurz erläutern, wie das funktioniert. Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt, dann braucht sie dafür keine Spareinlage. Weil das ist sozusagen die weit verbreitete Vorstellung. Es kommt, das ist die Bilanz, mit dem Mikrofon, ich kann das eh. Gut. Also das ist die Bilanz einer Bank. Hier ist die Aktivseite, hier ist die Passivseite. Ja? Und die Vorstellung ist, dass zuerst auf der Passivseite Spareinlagen hereinkommen und dann kann die Bank über die Aktivseite einen Kredit vergeben. Das braucht es nicht und so funktionieren Banken auch nicht. Vollgeldreform dann schon danach. Sondern eine Bank hat eine Bilanz und sie schlägt einfach auf der Aktivseite einen Kredit dazu. Sie vergibt einen Kredit und es verlängert sich die Aktivseite der Bilanz und sie schreibt diesen Kredit auf der Passivseite gut. Und dadurch ist die Bilanz verlängert und die Geldmenge ist vielleicht noch nicht ganz vermehrt, weil auf dem Girokonto bringt mir der Kredit ja nichts, ja, sondern das will ich ja ausgeben, das Geld. Das heißt, die Kreditnehmerin transferiert diese Kreditsumme, um es einfach zu halten, an eine andere Bank, wo ich eben das mir kaufe, worin ich investiere. Zum Beispiel an die Baufirma oder was auch immer oder an den Maschinenbauer. Dadurch, dass aber bei der zweiten Bank spiegelbildlich exakt das Gleiche passiert, wird sozusagen die dort vergebene Kreditsumme hier herüber verwiesen. Und das heißt, wir haben dann tatsächlich die verlängerte Bilanz, allerdings auf beiden Bankbilanzen. Und die Geldmenge hat sich dann nicht nur um diesen Betrag, sondern um beide Beträge erhöht. Es ist ein systemischer Vorgang. Zweite Möglichkeit, die Bank kauft ein Wertpapier, zum Beispiel ein Immobilienderivat, und schreibt die Kaufsumme der Verkäuferin und dem Verkäuferin auf dessen Girokonto gut. Punkt und Ende des Geldschöpfungsaktes. Die Bilanz hat sich verlängert und durch Wertpapierankauf und die Geldmenge ist gestiegen, ja, nämlich um diesen Girokontobetrag. Und diese beiden Vorgänge sind in einem folgenden Schritt nicht mehr möglich, weil die Girokonten aus der Bankbilanz ausgegliedert werden. Wir gehen aber zum Startpunkt. Am Startpunkt ist, dass die Demokratische Zentralbank, die gibt zusätzliches Geld, nämlich Chiralgeld oder eben elektronisches Geld, nicht den Banken, sondern in den Staatshaushalt. Das wäre nicht besonders viel. Derzeit ist die gesamte Geldmenge, die berühmte Geldmenge M1, setzt sich aus Bargeld, ungefähr 10% Bargeld und 90% Chiralgeld, nämlich der
der Summenbestand aller Girokonten. Das ist die Geldmenge M1. Und die ist derzeit ziemlich genau halb so groß wie die Wirtschaftsleistung. Und grundsätzlich ist das Geld als Zahlungsmittel dazu da, um die Wirtschaftsvorgänge zu finanzieren. Das heißt, die folgende Reformer vertretene Ansicht, wenn die Wirtschaft um 1% wächst, da müssten wir jetzt schon sehr froh sein drüber, dann wäre es auch analog entsprechend stimmig, dass die Geldmenge um 1% wächst. Wenn die aber nur halb so groß ist wie die Wirtschaft um 1% wächst, dann ist ein 1%iges Wachstum der Geldmenge welcher Teil der Wirtschaftsleistung? Ein halbes Prozent, genau. Und wie groß ist die Wirtschaftsleistung in Österreich derzeit? Ganz grob. 300 Milliarden Euro. Und wie viel ist ein halbes Prozent von 300 Milliarden Euro? 1,5 Milliarden Euro, genau. Das heißt, die unmittelbar geschöpfte Geldmenge bei einem 1%igen Wirtschaftswert wäre 1,5 Milliarden Euro, die würden in den Staatshaushalt fließen. Gleiche Frage von vorhin, ist das viel oder wenig? Ja. Noch einmal anders gefragt, würde das Inflation auslösen? Na, ist zu wenig, ja, genau. Und wenn die Wirtschaft um 0% wächst, schon gar nicht, ja, dann gäbe es überhaupt keine. Genau, aber nur damit Sie irgendeine Vorstellung haben, diese 1,5 Milliarden, die fließen in den Staatshaushalt und die könnten dann zum Beispiel an die Lehrerinnen oder an den Reinigungsdienst der Stadt Wien ausbezahlt werden und der Reinigungsdienst der Stadt Wien gibt dann das jetzt da als Spareinlage auf die Bank und das war jetzt zu schnell, das war jetzt viel zu schnell, ja. Da gibt es auf sein Girokonto, aber das Girokonto ist außerhalb der Bankbilanz. Dadurch, dass das Girokonto außerhalb der Bankbilanz ist, ist es erstens einmal ausfallsicher. Es ist unverzinst. Du musst ganz für dich als Sparkundin ändert sich zunächst mal nichts. Gut, du kriegst das 8% Girokontozins nicht, weil du bist ja damit nicht Gläubigerin der Bank oder Kreditgeberin, sondern die Bank verwaltet das für dich, damit du den Zahlungsverkehr abwickeln kannst. Also es ändert sich schon eine Reihe von Dingen. Du kriegst kein 8% Zins. Du bist aber auch nicht Gläubigerin der Bank. Das heißt, wenn die Bank insolvent wird, passiert deinem Girokonto nichts. Und wenn du da 3 Millionen drauf hast, verlierst du keinen Cent. Weil das Geld ist nicht im Besitz der Bank. Das ist es heute sehr wohl am Girokonto. Das Geld bleibt in ihrem, jetzt bin ich ins Du verfallen. Was ist denn das für eine verführerische Sprache? Das Geld bleibt in ihrem Besitz. Und wenn die Bank insolvent wird, dann wird einfach der Zahlungsverkehr an eine andere Bank ihrer Wahl übertragen. Und die Bankinsolvenz berührt sie nicht. Und es braucht keine staatliche Spareinlagensicherung für die Girokonten. Die staatliche Spareinlagensicherung braucht es nur, wenn sie das Geld von ihrem Geldkonto der Bank leihen. Dann machen sie eine Sparanlage. Dann kommt das hier sowohl auf die Passiv- als auch auf die Aktivseite. Also auf der Aktivseite hat die Bank Vollgeld, nämlich, warum heißt das überhaupt so, vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Und auf der Passivseite hat die Bank eine Verbindlichkeit ihnen gegenüber. Und dieses Vollgeld kann die Bank nur umwandeln in eine Kreditforderung. Und dadurch, dass es hier kein Girokonto mehr gibt, wird jetzt an diese Umwandlung, das ist jetzt nicht mehr Vollgeld, sondern das ist jetzt eine Kreditforderung und das Geld fließt auf das Girokonto der Kreditnehmerin. Und die Bankbilanz bleibt gleich. Es kommt zu keiner Verlängerung der Bankbilanz. Die Geldmenge bleibt gleich. Ich glaube, damit belasse ich es auch schon wieder. Ich wollte damit sagen, die Bank kann kein Geld mehr schöpfen. Und nur wenn sie das Geld aktiv vom Girokonto der Bank zur Verfügung stellen, dann könnten wir über Sparzinsen sprechen. Dann besteht die Gefahr, dass sie Leidtragende einer Bank insolvent sind, aber dann sind sie auch Investor oder Investorin. Und es ist dann eine Grundsatzfrage, ob der Staat Investoren und Investorinnen schützen soll durch eine Ausfallsgarantie für Investitionen. Bin ich leidenschaftslos? Ich wollte nur darstellen, wie die Sachlage heute ist und wie es im Vollgeldregime ist. Es gibt eine ganze Reihe von riesigen Vorteilen. Einen letzten Vorteil. Eine Frage habe ja. Die Ausbildung der Girokonten aus der Bankbilanz ist natürlich ganz klar, weil das Geld ist ja in die Bank hineingeflossen, da steht ja zur Verfügung. Ja. Und wird ja auch verbucht. Genau, das Geld wird verbucht. Dass ich das jetzt einfach nehme, die ganzen Girokonten, und ja. Wogegen buche ich das aus? Mhm.
Gar nicht, weil die Bank kann damit nichts operativ machen und sie hat das einfach nur wie ein Depot. Wenn sie einen Gold oder irgendwas im Depot, dann ist das auch bei der Bank sozusagen, aber die Bank kann damit nichts operativ machen, außer sie lassen das managen, aber es ist wieder was anderes. Genau, und so ist es auch mit Giro. Es ist wie ein Depot für elektronisches Geld, das Ihnen jederzeit für den Zahlungsverkehr, für das Online-Banking ganz unterschiedslos zur Verfügung steht. Ja. Der letzte Vorteil, und dann gehen wir schon weiter, oder jederzeit können wir dann auch in die allgemeine Diskussion gehen, weil das war jetzt schon sehr lange. Der letzte Vorteil ist, allein die Umstellung würde dadurch das derzeit von den Banken geschöpfte und in Umlauf befindliche Geld in der Größe von M1 minus dem Bargeld, also fast annähernd in der Größe von M1, das würde bilanztechnisch umgebucht, um es kurz zu machen, in eine Verbindlichkeit der Zentralbank, nämlich auf der Seite ihrer Verbindlichkeiten. 50% der Wirtschaftsleistung. Und bei diesem Umbuchungsvorgang wird auf der Aktivseite der Zentralbankbilanz eine Position frei. In Höhe von 50% der Wirtschaftsleistung. Und hier könnte die Zentralbank uns allen, dem demokratischen Staat, einen nicht rückzahlbaren Kredit in der Höhe von 50% der Wirtschaftsleistung gewähren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gar keine Vermögenssteuer in Höhe von 50% der Staatsschulden, wir bräuchten eigentlich nur die Vollgeldreform und hätten den gleichen Effekt. Und es gäbe keine Verlierer und Verliererinnen. Und jetzt muss ich noch ein bisschen spitz werden. Ich habe das schon kurz erwähnt, dass der Buchpreis in keiner österreichischen Zeitung wiedergegeben wurde. Ich könnte jetzt auch etwas beleidigt alle Zeitungen aufziehen, die das Buch nicht rezensiert haben, was ja eigentlich. Aber viel spannender finde ich, dass das Handelsblatt hat um ein Rezensionsexemplar angefragt und um ein Interview. Und wir haben dann das Interview geführt. Für eine Stunde war das Interview angesetzt. Seriöser Journalismus, da weiß man das ungefähr. Nach 50 Minuten gab es dann noch ein paar Rückfragen, wie ist das jetzt eigentlich genau mit der Vollgeldreform? Und Herr Felber, wenn hier 50% der Staatsschulden abgebaut werden, wem wird das weggenommen? Ich habe gesagt, das wird niemandem weggenommen, das ist eben dieser Umbuchungsvorgang. Die Bilanzen der Geschäftsbanken werden um M1 verkürzt, das habe ich jetzt nicht vollständig dargestellt, und die Bilanz der Zentralbank wird gegengleich um M1 verlängert und auf der anderen Seite befindet sich dann M1 minus dem Bargeld auf den sogenannten Vollgeldkonten der privaten Bürgerinnen. Das heißt, Geschäftsbanken verschieben die Positionen zur Zentralbank und zu den Bürgerinnen und da bleibt einfach bilanztechnisch diese Position auf der Aktivbilanz frei. Also es verliert niemand. Ja, Herr Felber, jetzt müssen wir es noch einmal genauer anschauen. Das Interview hat dann zwei volle Stunden gedauert. Zwei volle Stunden das Interview mit dem Handelsblatt gedauert und die Rezension ist nie erschienen. Und das, ich habe dann nachgefragt bei der zuständigen Wirtschaftsressortleitung, dass ich das für sehr unüblich empfinde, dass zwei Stunden meiner auch nicht wertlosen Zeit als Autor in Anspruch genommen wird und dann erscheint gar nichts, ob es da einen Grund dafür gibt oder ob es keine Antwort erhalten. Ich habe auch versucht bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da jetzt, wo das so virulent wird, weil immerhin in der Schweiz haben sie 65.000 Unterschriften gesammelt für eine Vollgeldreform. Sie brauchen 100.000 bis November. Das werden sie schaffen nach derzeitigem Tempo. Und in Island hat die Regierung die Vollgeldreform angegangen. Das heißt, es ist allerhöchste Eisenbahn für jedes Medium, das einen objektiven Informationsauftrag hat, darüber einfach nur mal zu informieren. Man kann tausendmal dagegen sein, aber aus meiner Sicht der schönste Beweis, dass es hier um eine Form von unbewusster Zensur geht, ist, dass es zu diesem sechsten Punkt, der der unerhörteste von allen ist, wir senken die Staatsschulden um 50%, jahrelang gibt es ein unendliches Gekreische und Gezerre, 1% mehr Defizit, ja oder nein, 1% mehr Staatsschulden, ja oder nein. Hier gibt es einen Vorschlag, 50% weniger Staatsschulden. Ja. Und mir liegt, und ich beobachte genau die Szene, mir liegt kein einziges Gegenargument, dass das falsch sei. Das Erste, worauf sich ein Gegner oder eine Gegnerin stürzen müsste, ist, dass das eine Milchbubenrechnung ist, dass das eine hanebüchene Rechnung ist. Mir liegt kein einziger Einwand gegen diese Rechnung vor. Und das ist das Unerhörte.
Die Frage ist für mich, wem gehört das Handelsblatt? Weil vielleicht ist die Frage dort zu beantworten. Ja, aber es hat ja nicht nur das Handelsblatt nicht berichtet über die Folgereform. Das kann ich ja hier offen sagen. Zuletzt habe ich es der Presse angeboten. Ich könnte einen Gastkommentar, ein Interview in der Presse am Sonntag, Chefredaktion. Derzeit hat die Presse kein Interesse an diesem Thema. Und das finde ich bezeichnend, dass sozusagen Medien ihrem Grundsatz, ihrem Grundauftrag an objektiver Information da ganz gezielt nicht nachkommen. Das ist, vielleicht haben sie nur zu viel Angst davor, weil sie das Thema nicht beherrschen. Aber dann sollten sie wenigstens diejenigen, die schon ein bisschen im Thema drin sind, mal schreiben lassen. Und wenn sie es dann anders sehen, dann können sie dagegen schreiben. Das wäre aus meiner Sicht ein Medium, das einen öffentlichen Auftrag hat, wie es eigentlich sein sollte. So, genug des Geflänzes und des Gejammers. Wir gehen weiter, nämlich wir kommen zur Abstimmung. Noch eins weiter. Immerhin, die Financial Times, die haben ja auch über die Gemeinwohlkommission berichtet. Sie lachen wieder nicht, es war wieder nur ein Scherz. Der Chefkolumnist der Financial Times, der Martin Wolf, ist für die Folgereform. Er hat es verstanden, er hat darüber geschrieben, er hat gesagt, ich habe meine Meinung geändert, ich bin dafür. Noch eins weiter. Genau, das wäre meine Frage an den Geldkonvent. Möglichkeit 1 ist die sogenannte Nulllösung oder wie es jetzt ist. Soll das Bargeld von der Zentralbank und das Buchgeld, das elektronische Geld, von den Geschäftsbanken geschöpft und ausgegeben werden? Oder Vollgeldreform, soll das gesamte Geld, also sowohl das Bar als auch das Buchgeld, von der Zentralbank geschöpft und ausgegeben werden? Wollen wir das noch abstimmen? Gut. Als vorläufig letzte, als Einstieg in die Diskussion. Genau, als Einstieg in die Diskussion. Das ist die Abstimmung 4. Erster Vorschlag. So wie heute soll das Bargeld von den Zentralbanken, aber das Buchgeld grundsätzlich von den Geschäftsbanken geschöpft und in Umlauf gebracht werden. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen den Vorschlag Nummer 1. Ja, also ich glaube, da kann ich nur sagen, das ist über 90%. Vorschlag Nummer 2, das Monopol der Geldschöpfung soll für alle Geldsorten, also auch für das Buchgeld, an die Zentralbank übertragen werden, im Sinne einer Vollgeldreform. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen den Vorschlag Nummer 2. Wow, der ist nicht von mir, der ist von Josef Huber. Den muss ich jetzt nochmal erwähnen, das hat sein Buch gezeigt, aber ich habe ihn nicht namentlich ernannt. Professor Josef Huber ist Soziologe an der Universität Halle und schreibt seit 20 Jahren ein Buch nach dem anderen über die Vollgeldreform und ist eines meiner zahlreichen Vorbilder. Null Widerstandsstimmen, das ist eine Leistung, das muss man mal schaffen. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, geht schon los.